Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Vielleicht hört man es mir auch schon an. Sorry, ich bin echt erkältet mit Fieber und allem. Deswegen kommt die Folge heute so spät. Ich habe noch die Auslosung vom Weihnachtsgewinnspiel gemacht. Das Video lädt auch gerade noch hoch zu YouTube. Dann kommt noch der kurze Blogartikel. Die Gewinner sind schon angeschrieben. Und kommen wir eine App, spreche ich nochmal kurz heute drüber. Und dann kündige ich aber schon an, wie gesagt, mir geht's dreckig irgendwie. Und dann gibt es also bis Weihnachten auf jeden Fall keine Folge mehr. Weihnachten werde ich noch die Pottwichtel-Folge veröffentlichen auf jeden Fall. Und zwischen Weihnachten und Neujahr melde ich mich nochmal bei Twitter oder über Twitter bei euch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch eine kleine Jahresrückblick-Folge mache nach Weihnachten. Und vielleicht irgendwie wieder noch die Top 5 iOS-Apps, Top 5 Android-Apps oder irgendwie sowas. Wie gesagt, muss ich mal schauen, weiß ich nicht. Das ist eine App, die persönlich für mich komplett uninteressant ist. Jetzt fragt ihr euch, warum spricht der Kerl denn darüber? Ganz einfach. Ich wurde gebeten, darüber zu sprechen von einer Hörerin, die gesagt hat, schau dir die App doch mal an. Naja gut, ich höre auf meine Hörer und auch auf meine Hörerinnen, also habe ich sie mir angeguckt. Die App ist von der About You GmbH und heißt Sarah Lombardi. Ihr wisst schon, Sarah Engels eigentlich, mit Pietro Lombardi verheiratet. Naja, das ganze Drama, was man da so in der Presse mitgekriegt hat, ob man es wollte oder nicht. Aber es soll hier einzig und allein um die App gehen. Gratis-App. Keine Universal-App. Versionsnummer 1.2.2 liegt vor. 12,4 Megabyte groß, Sprache Englisch, erfordert mindestens iOS 8.4 oder neuer und hat bei 58 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese mal kurz die Beschreibung vor. Du magst meine Styles, dann wirst du meine App lieben. Denn ab jetzt erfährst du immer sofort, was gerade bei mir los ist. Du willst wissen, wo ich meine neuen Looks geshoppt habe? Meine neue App verrät es dir und leitet dich direkt zu meinen Lieblingsshops weiter. Lass dich von meinen Outfits inspirieren, like und kommentiere meine Bilder. Ich antworte dir direkt in der App. Ich freue mich auf dich, deine Sarah. Die Bewertungen sind ja erstaunlich gut. Relativ wenig Bewertungen, aber sehr gut. Es gibt diese App im Prinzip in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Persönlichkeiten, unter anderem Lena Gerke, sehe ich hier noch, dass dieses Model und die Moderatorin und so. Wenn man ein Fan von den Leuten ist, ja, dann kann man halt Bilder sehen, dann kann man kommentieren, dann kann man halt Shops sehen, dann kann man halt sagen, oh ja, die Jacke gefällt mir als Beispiel und leite mich mal gleich zum Shop weiter, ich möchte mir die kaufen. Man kann das Ganze liken und dann noch über alle möglichen sozialen Netzwerke teilen. Wie gesagt, für mich komplett uninteressant, die App, aber klar, ich bin natürlich dafür auch wirklich nicht das Zielpublikum. Die App an sich, um die es ja gehen soll, ich hatte ja gesagt, ich bleibe einfach bei den Daten über die App eigentlich, läuft einwandfrei, gibt's gar nichts dran zu meckern. Die funktioniert gut und stürzt nicht ab. Und wenn man vielleicht Sarah Lombardi als Icon auf dem Homescreen von seinem iPhone haben will, dann kann man sich die App durchaus mal laden. Weder Download-Empfehlung noch keine Download-Empfehlung. Wie gesagt, die App funktioniert gut. Ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Wie gesagt, ihr hört mich nicht, ihr hört dann die Pottwichtel-Folge am 24. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.